Ja, Schmidtchen in Hamburg, freuen wir uns drauf. Jetzt aber ein ganz anderes Thema. Bei Bränden oder Erdbeben, immer dann, wenn Gebäude evakuiert werden müssen, kommen sie zum Einsatz. Rettungsschläuche. Menschen, die sich in Gefahr befinden, steigen oben ein, dann geht's spiralförmig in die Tiefe und das eben unversehrt. Eine Firma aus Bad Bramstedt stellt die Lebensretter schon seit 37 Jahren her, verkauft sie weltweit in 18 Länder. Unser Landreporter Philipp Kamke hat sich das mal angesehen und sich natürlich auch mal retten lassen. Ich stehe hier in 8,40 Meter Höhe und werde gleich durch diesen Rettungsschlauch Richtung Boden rutschen. Herr Thoms, Sie stellen diese Rettungsschläuche her. Was wird mich gleich erwarten und was ist wichtig, wenn ich gleich runterrutsche? Sie müssen nicht aktiv werden im Rutschvorgang. Die Spirale in diesem vertikalen Rettungsschlauch wird Sie gebremst sanft herabgleiten lassen. Wollen wir es mal hoffen? Guten Rutsch. Danke. Mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde geht es abwärts. Und bitte hinsetzen. Das sind ja quasi 2 Schläuche, durch die man rutscht, oder? Sie sehen zum einen einen Innenschlauch. Der Innenschlauch bildet die Spirale, auf der Sie immer gebremst heruntergleiten. Und ein Außenschlauch, der die schwer entflammbare Hülle bildet. Die Rettungsschläuche werden in erster Linie an Gebäuden installiert, wie hier im Kindergarten Bad Bramstedt. Regelmäßig üben die Kinder die richtige Rutschtechnik im Ernstfall. Jedes Modell wird je nach Höhe des Gebäudes individuell angefertigt. Der komplette Schlauch wird von Hand genäht. Bis zu einen Monat kann die Fertigstellung dauern. Wir arbeiten zum einen für den Innenschlauch, der die Spirale bildet, hier mit einem Polypropylengewebe, das eine stärkere Bremswirkung hat. Auf diesem Gewebe wird gerutscht. Wir arbeiten zum anderen mit einem Polyestergewebe, das schwer entflammbar ausgeführt ist. Ich glaube, das schwer entflammbar, das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an, ne? Gerne. Ob die Außenhülle tatsächlich dem Feuer standhält, testen wir mit einem Flammenwerfer und erhitzen das Material auf über 1000 Grad. Jetzt ist mein ganzer Mut gefragt. So, jetzt wird das hier aber ganz schön warm schon, ne? Es wird natürlich warm. Dieses Gewebe ist ein sogenanntes E-Glas-Gewebe, das als nicht brennbar ausgeführt ist. Und Sie können sich in unmittelbarer Nähe weiterhin aufhalten. Auch die Feuerwehr nutzt bei Einsätzen mit der Drehleiter inzwischen die Schläuche. Wenn gleich mehrere Personen gerettet werden müssen, spart das Zeit. Ich soll ein Gefühl für eine längere Rutschstrecke aus einem Rettungskorb bekommen. Es geht rauf auf 24 Meter. 18,5 Meter und jetzt werden die Beine schon so ein bisschen weich. Puh. 20,5. Wenn man aus der Höhe nach unten guckt, kostet es schon eine große Portion Überwindung, sich in den Rettungsschlauch fallen zu lassen. Der große Vorteil an diesem Schlauch ist, dass man selbst bei 24 Metern Höhe, wenn man in diesem Schlauch drin ist, einfach gar keine Vorstellung mehr hat, wie hoch es eigentlich ist. Man kann nicht nach draußen gucken. Und rutscht einfach irgendwie so durch. Und eine halbe Drehung noch. Nach einer gefühlten halben Ewigkeit und unzähligen Umdrehungen habe ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Bisschen schwindelig ist einem ja schon danach, ne? Nach über 20 Metern. Aber Sie sind wohlbehalten unten angekommen. Das ist die Hauptsache. Ja. Die Rettungsschläuche made in Bad Bramstedt, gefragt in der ganzen Welt. Denn im Notfall können Sie Leben retten.